Also, Sie meinen mit Ort gemeint. Und wir sprechen heute über das Punkt von einer Hilfe, ein zweiter Mann, die dich aushilft mit bestimmten Sachen in einer Ortsgemeinde. Vater, wir kommen nochmals zu dir, um dir zu danken für dein Wort. Wir danken, dass du ein Ort hat auf dieser Welt, wo das Wort Gottes zentral steht, wo dein Wort gepredigt wird, wo dein Sohn Jesus Christus Ehre und Lob und Dank bekommt. Wir danken dich für unsere Rettung durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken für sein Blut, für seine Gnade und für deine Erlösung von uns. Ich bitte nochmals für unsere Brüder in Deutschland, dass er ihm Gnade gibt und führt und dass wir auch fast und beten für ihn, dass er vollkommen freiwillig von aller möglichen Müll hier aufgenommen hat durch bewusste Sünde. Und auch segne und schütze auch seine Frau und Kinder. Das beten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Ein zweiter Mann, das ist wichtig, die dich aushilft. Er zum Beispiel soll den Sang führen, wenn du nicht da bist. Also fähig sein, den Sang zu führen. Er soll fähig sein, zu predigen, wenn du nicht da bist. Oder die Straßenprediger zu führen. Er soll fähig sein, Unterricht oder Lehre weiterzugeben. Er soll auch Leute taufen können, wenn du nicht da bist. Und er soll auch Leute helfen, auf die Straße zu gehen, so am Donnerstagabend, um Türklopfen zu tun, wenn du nicht da bist. Er muss in jeder Hinsicht trainiert werden, wenn möglich von dir selbst, bestens noch für ihn selbst zum Herrn und helfen, um zu wachsen und Verantwortung zu nehmen. Es gibt andere Dinge, die wichtig sind. Du brauchst Leute zu haben, die Sangbücher aufnehmen und net gut auflegen, die Kollekte aufnimmt. Du brauchst Leute zu haben, die es Gebäude auf- und schließen und so weiter. Eine Art von Hilfepastor, die vielleicht nicht den offiziellen Titel hat, aber eigentlich die Arbeit tun kann oder tun will, wenn du irgendwo anders sein musst. Und er muss auch jemandem sein, der nicht zu freundlich wird mit der Ortsgemeinde. Er muss ein Vertrauen haben zu allen, aber er muss nicht, weißt du, mit so und so ganz gute Freunde sein, weil es ist oft so, dass wenn es in meiner Gemeinde so Leute ein Problem mit einem Pastor haben, dann sagen sie, ja, der Pastor, keine Ahnung, aber die Hilfepastor, ja, die kunnen we bearbeiten. En dan wordt er eingeladen, dan komt er wat extra Unterstützung, finanziell und so weiter. Fang niemand zo. Maar arbeiten, aber als bestimmte Familie, die de Pastor weg haben wollen, zich op den zweiten Mann konzentrieren en dan sagen, wenn der Pastor mal nicht der ist, dan de Hilfepastor muss predigen. Man, dat is zo'n wunderbare Predigt. Zo'n goede Predigt haben die de letzten Jahre noch nicht gehad. Oder dat is een ausgezeichnete Art von Erklärung, das haben wir niemals gehört von hier niemandem. Und da versuchen sie ein wenig, sagen wir so schön, ein Ding in den Hintern zu stecken, um so ihn an seine Seite zu ziehen. Und da musst du sehr viel aufpassen. Das Problem ist immer, einen Mann zu finden, die die zweite Stelle einnehmen kann, aber genügend Initiativ und eigen kritisches Denken hat, um doch selbst Entscheidungen zu nehmen, ohne dich immer zu fragen. Das ist das Problem, für einen guten zweiten Mann zu finden. Loyalität, er muss ehrlich loyal sein zu seinem Pastor. Und wenn er mal am Moment kommt, dass er sagt, ja, ich möchte mich trennen von dieser Gemeinde, oder als Missionar rausgehen oder was auch, andere Gemeinde gründen, dann sagen wir immer hier als Regel, dann muss er nicht andere Familie mitnehmen, muss er alleine gehen. Und zweitens, minimal 100 Kilometer oder besser 200 Kilometer weggehen von diesem verlassenen Gang. Nach der Rede. Und das wird natürlich oft nicht getan, aber wir haben es mal gehabt, nicht die Steine war jemand, hat auch Bibelschule absolviert. Na, Problem mit Jungs, die erste Bibelschule absolviert haben, ist immer das Gleiche. Sie können nicht warten, weil sie haben die Predigt gehabt, sie wissen zu predigen, Unterricht, die Straßenpredigen, sie haben es alles gehabt. Sie müssen etwas tun. Ja, und dann müssen sie warten, bis Gott die Tür öffnet. Und sie können nicht warten. Sie haben Ambition, sind die gefährlichsten Leute und die trennen sie oft einige Mal. Wir haben eine gehabt hier, hat den Müll gemacht, hat einen anderen Bruder mitgenommen, ging nach Liechtenstein zurück. Da waren vier Familien und ging dort predigen. Na, nach ein, zwei Jahren. Er hat keine Kraft gehabt, war kein Ruf von Gott gehabt. Und ja, ist es auseinandergebrochen. Und es waren in dieser Gemeinde fünf Leute, die
drei bis fünf Jahre Bibelschule gehabt habe. Und nichts ist passiert. Dann ist ganz kaputt. Ist irgendwo anders hingegangen. Nicht als Pastor. Na, oder Prediger. Na, das ist oft, was da passiert, wenn Leute, die Bibelschule gemacht haben, nicht warten können und zu schnell irgendwo denken, einen Dienst zu tun. Wie viele Kilometer nimmst du? Minimal 100. Also nehmen wir also in Galen. Zürich würde auch kein Problem sein. Konstanz genauso eine große Stadt. In Deutschland nehmen wir an. Memmingen oder so etwas. Also das ist gut. Mhm. Aber nehmen wir an, wir machen keine bibelgläubige Gemeinde in Rorschach haben oder so etwas. Zürich, Bern, Genf, Basel, Chur, Lausanne, das sind Schaffhausen. Das sind Städte, die bibelgläubige Gemeinde brauchen. Aber nicht hier etwas 15 Kilometer weiter weg oder so. Das ist ein Wahnsinn. Appenzell wäre schon zu nahe. Ja, Appenzell, aber denke, das wird, bevor du da eine Gemeinde angründest, dann bist du 100 Jahre weiter. Ich nehme es nur so als Beispiel. Ja, weißt du, wenn du eine Appenzell tun willst, weißt du, ist ganz einfach, heute, die Appenzell zum Glauben kommen, gehen sowieso nicht in Appenzell, die gehen nach Geis. Ja, wenn man heute in Geis will, kann man auch ohne Probleme in St. Gallen kommen. Das ist mal nicht so klar. Wenn man einen Appenzell haben muss, ich kann schon einen Appenzell versuchen anzufangen, aber... Nein, ich meine jetzt nur... So ja, es ist ein anderes Kanton, aber das ist natürlich eine Ausnahme, wenn man sagt, ich will eine in Appenzell tun, ja. Ist für Appenzeller auch, das ist kein Problem dann, aber dann denke ich schon, dass da ja, eine für Appenzeller in Appenzell, das ja, kannst du tun. Viel Glück damit. Ja, mehr Kraft darin. Würde schön sein. Das 100 Jahre ist es gar keine, es kann nicht gelungen, glaube ich. Wenn du einfach in einer Gemeinde normal wächst, das heißt, ich sage immer in einer Gemeinde, wächst nur, wenn ihr Männer wächst in die Beziehung mit Jesus Christus und ihre Frauen auch in diese Wachstum mitnimmt. Das ist sehr wichtig. Wir haben heute das Jungenschaftszeug. Das machen wir sicher noch anderthalb Jahre. Und das alleine schon, Jüngerschaft mit Mittwochabend und Sonntagpredigt, wirklich reicht schon mehr als genügend für eine Familie, um normal zu wachsen. Bibelschule ist noch extra dazu. Das ist sicher fünf Jahre. Aber das Prinzip ist, dass ich immer sage, die Familie ist sehr wichtig darin. Normal hast du als Familie... Das heißt, Sonntagabend, Dienstagabend, Donnerstag, Teil, Freitagabend, Samstagabend, das ist sicher 4,5 Abende pro Woche mit Familie. Ja, oder musst du noch einfach andere Vereine haben, natürlich, aber die hast du mit Familie. Und das ist sehr wichtig, die brauchst du auch. Und daneben hast du dann noch 2,5 Abende Bibelschule, und das ist wenig genügend. Und dann ist es weise, dass du denkst, na, was ich dann mit bekomme, Jüngerschaftszeug oder so etwas. Versuch das mit Frauen und Kindern Schritt für Schritt weiterzugeben, dass sie auch mitwachsen. Wenn sie mitwachsen an Kenntnis, aber auch in praktische Dinge, in Seelen gewinnen, in Zeugen, in Leute einladen. Ja, dann kann eine Gemeinde wachsen. Want wenn da zum Beispiel junge Leute kommen oder andere Leute kommen, nehmen wir, wir Sabrina gehabt oder die Schwester von Manuel oder. Was Uwe und Nita und so weiter. Ja, die brauchen auch mit euch Gemeinschaft zu haben und zu wachsen. Na, das braucht auch Zeit in den Abenden zum Beispiel. Na, das muss dann ein Beispiel sein, das braucht auch Zeit. Und wenn ihr Männer wächst und die Frauen mitnimmt, dann könnt ihr als Familie, die jüngere Familie, auch mitziehen. Es geht langsam, weil nicht so schnell zu sein. Aber solange es ständig passiert, ist nicht so ein Problem. Nou, wenn eine Gemeinde also wächst, dann kommt der Moment, dass ein Pastor Hilfe braucht. Und dann muss man sehr vorsichtig sein. Warum kam eine Gemeinde zum Beispiel, ja, du brauchst Hilfe? Sie können auch einfach sagen, ja, wir möchten eigentlich dich hier setzen. Das sagen sie nicht, dann sagen sie, ja, der Pastor braucht Hilfe. Oder wir brauchen jemanden, der uns hilft, neue Mitglieder zu holen. Als Alibi. Wir haben Sorgen um die Teenager in unserer Gemeinde, kann ein Grund sein. Und das können Alibis sein, um den wahren Grund zu bedecken,
dass sie einfach die Gesetze mit einer jüngeren Person, eine Person, die mehr Takt hat, die mehr Weisheit hat, oder einfach ein Schlappschwanz, die sich einfach führen lässt von anderen. Das können allerlei verschiedene Gründe sein. Wenn eine Gemeinde spaltet, ist die Standardsache so, ein Drittel bleibt bei dir, ein Drittel die geht mit einer anderen Person mit, und ein Drittel geht nicht mehr so mehr hin, ist ihnen egal. Das ist Standardsache. So trennt sich eine Gemeinde im Allgemeinen immer. Und das Problem heute ist oft, dass Gemeinden bekommen jede 3-5 Jahre einen anderen Pastor. Oder andere Hilfepastor. Und das wahre Problem ist ganz einfach, dass die Gemeinde selbst zu faul ist oder zu fleischlich ist, um selbst aktiv versuchen, Seelen zu gewinnen für Jesus Christus. Und darum sagen sie, darum haben wir auch einen anderen Pastor oder einen anderen Hilfepastor. Oft ist es so, dass die Pastoren einen anderen Hilfepastor suchen oder Hilfepastoren Gemeinde trennen, weil sie gewinnen selbst keine Seele. Sie sind relativ geistig unfruchtbar. Und dann gehen sie in ein Machtspiel in eine Gemeinde aktivieren. Und eine echte Helfer muss deinen Dienst teilen wollen. Und er muss loyal sein an dir. Und das Wichtigste ist, dass er die Beziehung mit dir gut hält. Und das ist wichtiger, als mit die reichen Leute in einer Versammlung eine gute Beziehung zu haben. Und nogmaals, das siehst du oft passieren, dass dann ein Hilfepastor eine gute Beziehung bekommt mit ein paar reichen Leuten aus der Gemeinde. Ja, weißt du, so und so und so. Ich habe es auch, wenn ich nicht zu kam. Dann kam ich da und dann haben sie mir eine goldene Uhr gegeben. Tja. Und der Typ, der das getan hat, die war auch der Erste, die versuchte, mich loszuwerden. Wenn ich gepredigt habe gegen Tabak und Alkohol und einiges gesagt habe über ein Mann zu seinem Haus führen, weil seine Frau hat die Sachen oben bis unten geführt. Und das fiel nicht gut. Ja. Und dann ist er der Erste, der dann sagt, hey, das ist immer das Problem mit Leuten mit viel Geld, die haben immer die Idee, wir sind gewohnt, Befehle zu geben und das in der Welt, in der Geschäftswelt, das wollen wir auch tun in der Gemeinde. Und die versuchen dann nah an einen Hilfepastor zu kommen, ihn zu bearbeiten und so kommt er oft eine Trennung. Nun, wie musst du einen Pastor beurteilen? Oder einen Hilfepastor beurteilen? Ein Pastor sollst du beurteilen anhand von seinen theologischen und biblischen Standarden. Das heißt, welche Bibel ist seine Autorität, erstens, und zweitens, was ist seine Theologie, wie teilt er das Wort Gottes, was ist seine Lehre. Und er soll natürlich auch möglich jemandem sein, die vorausgeht als Führer und vorausgeht in Straßenpredigten und so weiter. Dann Hilfer, die ein gute Hilfe soll gerichtet werden, beurteilt werden, anhand von seiner organisatorischen Qualitäten, um eine Gemeinde effektiv helfen zu führen. Aber schlussendlich bist du als Pastor verantwortlich für die Fehler, die dein Helfer macht. Das heißt, du musst sehr vorsichtig sein, einen Helfer offiziell so zu nennen, auch wenn er nicht bezahlt wird. Du musst ihn prüfen über einige Jahre und er muss loyal sein an dir, erstens. Und nicht erst loyal sein an die Gemeinde, aber an dir. Und das Problem ist oft mit Mitarbeiter Neid, Eifersucht. Das ist eine der größten Probleme. Viele jammern über den Pastor hinter seine Rücken und gehen dann zum Hilfepastor. Und vor allem junge Männer werden als kleine. Behandeld von den älteren Gemeindemitgliedern. Und weil die älteren Männer sind oft eifersüchtig auf die jüngeren Männer, die, wenn sie gerufen sind zu predigen, eine besondere Position nah am Pastor bekommen. Das haben die meisten nicht gerne.
Weet je, maar er mag niet eens zijn, dan waren we een paar leuten daar, want dan zitten hier dus aangevangen, die kwamen ook hier. Toen hebben ze in Ghanese eruit gevonden, ja, dat ze niet de eerste stelle hebben, want wanneer ze helemaal klaar waren bij ihnen, dan zijn ze direct weggegaan. Einfach eifersucht. Of een neid, ik weet het niet. Wat zeer wichtig is voor een hilfepastor, je moet leren ook om verantwoording te delegeren. Dat is een beetje een aard. We moeten zelfs doen wat je kanst. Om deine auftrag als pastor is om dat woord te predigen en te onderrichten. Dat is het eerste. Je moet je beschränken tot dat waarin je goed bent en dat waarin een pastor zich beschränken zal. En in Apostelgeschichte 6, vers 4 lezen we ook, wenn daar zoveel praktische Aufgaben kamen voor de apostelen die ze niet meer erfüllen konnten. Dann haben sie gesagt, wir suchen dann 7 Männer, Apostel 6, Vers 3, die ein gut Gerücht haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, welche wir bestellen mögen zu dieser Notdurft. Wir aber wollen anhalten am Gebet und am Amt des Worts. Das ist das Wichtigste. Gebet und Amt des Worts, das soll sich anhalten. Gebetsstunde soll immer vom Pastor geführt werden. Predigt, Unterricht, Lehre an Erwachsenen soll immer vom Pastor getan werden, nicht von der Hilfepaste getan werden. Immer vom Pastor getan werden. Bibelschule, sich in die Bibel trainieren, soll immer vom Pastor getan werden. Das ist sein erster Auftrag. Andere Sachen, als praktische Sachen, als Finanz, organisatorische Sachen, oder Ausflüge, oder was auch, das kannst du, wenn du gute Männer findest, delegieren an andere. Zangführungsgleiche, Sachen mit Finanzen, Sachen mit Büchertische. Das sind Dinge, die musst du am Anfang alles tun. Aber die können delegieren, aber du sollst niemals de Führung ins Gebet und an des Worts delegieren. Das ist deine Verantwortung. Dafür hat Gott dich berufen. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17 lesen wir. Die Ältesten, die wohl vorstehen, die halten man zweifacher Ehre wert, sonderlich in der Arbeiten, im Wort und in der Lehre. 1. Timotheus 5, 17. 1. Timotheus 5, Vers 17. Das heißt, ihr braucht nichts an, um so viel zu verdienen, wie ein anderer Missionar mal seine Gemeinde versucht zu lehren in Österreich. Doppeltes Einkommen. Nein, er soll einfach ein durchschnittliches Einkommen haben von den Leuten in der Gemeinde. Aber er soll Ehre haben, und das ist diejenigen, die arbeiten im Wort und in der Lehre. Sehr wichtig. Die meisten Leute heute arbeiten nicht im Wort und in der Lehre, die sind damit. Sie organisieren alles mögliche Dinge und so weiter. Das alles muss witzig und blablabla sein. Aber ihre erste Aufgabe ist nicht mehr, sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen, das zu predigen und das zu unterrichten. Das ist nicht mehr das Aufgabe heute von den meisten Pastoren. Und das ist schade, weil darin wird Gott selbst beschränkt, in was er in einer Gemeinde tun kann. Und das ist immer zu euch. Weißt du, du kannst das Wort hier lernen, weitergeben. Da kommt sicher auch Gelegenheit, um zu predigen, wenn wir so nach vielleicht naar Madrid gaan was te predigen, of in India, en dan kunt u was predigen, of wenn we in zomer een paar weken weg zijn, kunt u predigen. Het is een schöne Gelegenheit, ook in een Gemeinde zu predigen, zodat we die goed voorbereiden müssen, en de Heer zegt ook aan wie dat tut. Jugendlager und so weiter, sind kleine Dinge, die voor Gott sehr wichtig sind, om treu zu sein in die kleine Dinge. Dan gibt Gott dich vanzelf meer op seine Zeit. Mach dich keine Sorgen. Aber was du tust, tust treu. Nun, erstens der Pastor. Was sind seine bestimmten Verantwortungen, seine Pflichten? Ein Pastor hat einen besonderen Ruf, das ist sehr wichtig. Ein Hilfepastor braucht nicht einen besonderen Ruf, sondern einen Pastor zu haben. Sein Ruf ist, um dem Pastor zu helfen in seiner Arbeit. Ein Pastor soll einen klaren Ruf von Gott haben. Seine erste Aufgabe ist, die Schafe zu nahren. Und eine Gruppe Schafe zu führen, zu versorgen. Das ist auch angeschlossen, um eine Herde Schafe zu schützen gegen wilde Tiere. Ich habe noch niemals eine Herde Schafe gesehen, die niemals von wilden Tieren attackiert wurde. Niemals. Die kommen immer da. Apostelgeschichte 20 sagt das auch, wenn Paulus sich verabschiedet bei der Gemeinde in Ephese. Dann ruft er sie zusammen und dann sagt er in Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 29, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied werden unter euch kommen gräuliche Wölfe,
die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wacker. Nou, da kommen von außen die gräuliche Wölfe und von innen, da kommen Männer, ambitiöse junge Männer, die selber Jünger an Nachfolge haben möchten und eine verkehrte Lehre reden. Also du musst aufpassen für falsche Lehre. Da muss man immer aufpassen für die reine Lehre. Aber sie kommen von außen und sie verschonen die Herde nicht. Und wenn sie kommen, ich spüre sie schnell, dann kenne ich diese Webinare. Wie een straatkämpfer, fliegt vol drauf. Als ik direct zag, hier valt niets te horen. Neem maar aan, daar komt een wolf, die is hungrig. Hij heeft een paar dagen niet gegessen. Nou, een fijne, vette schaap, is goed gevuurd en zo weiter. Ze zijn groenes gras of van het wasser gehad. Maar dan denkt hij, het is fijn. Wanneer hier een wolf ziet, dan is het wat ze doen, zo is als een wolf losgeven en hem direct wegjagen, wij bij de schapen weg. Dat is normaal. Maar wanneer je dat past, denken die leute, oh, schrecklich was er tut da mit diesem armen, bekennenden Christ. Das kannst du doch nicht tun, ja. Ja, aber ein Pastor hat mehr Erfahrung als ein Schaf. Ein Schaf sieht nicht genau, die denkt, ah, das ist ein kleiner Hund, weißt du, so ein Streichel, sanft und fein. Nein, das ist ein böser Wolf, die Hunger hat, die ich verschlingen will. Du musst direkt darauf losgehen. Und je mehr du Erfahrung du hast, wie schnell du siehst, nicht nur bekennende, aber auch von neuen geborenen Christen, die sind echt da, um Ärger in eine Gemeinde anzurichten. We hadden aan gezegd, een paar ältere Männer hier, die kamen hier om met me te spreken. De idee waar Wolf is schaafklein. Einer war noch bei der in die Gemeinde da in die FG. Ja, ik ken zijn Namen nicht mehr. Ze wollte noch nicht sagen, wo sie herkam, als ihre Lehrer waren, ganz fremde Truppen. Und ik heb meer van die charismatische. Ja, gut, ik kom achterin. Weißt du, preis, halleluja. Ja, je liebt achterin, ja, nee, je liebt dich. Weißt du, diese Typen, ganz gefährliche Leute. Und es gibt allerlei verschiedene Leute, die mit allerlei Argumenten versuchen reinzukommen. Und die meisten Leute, die versuchen reinzukommen, die kommen in eine falsche Motivation. Und das oft ist immer so, wenn man klar die ganze Gottes Predigt will, ist immer, oh, da kannst du nicht sagen über den lieben Papst oder so. Weißt du? So, wieso nicht? Da musst du nachfragen und dann ist oft da etwas nicht stimmig im Herzen und dann kommen sie auch nicht zurück. Eine Gemeinde, wo ein Rat Gottes gepredigt wird und dass dieses Buch zentral steht, hat im Allgemeinen nicht so große Probleme, weil die meisten mit einer falschen Motivation kommen, die wissen schon nach einiger Zeit, die fällt nicht zu holen. Wenn wir was Falsches lehrmäßig sagen, werden wir direkt abgeknallt. Und das haben sie lieber nicht, die Konfrontation, dann sind sie weg. Und das muss auch so sein. Du wirst auch kein Einbrecher haben in deinem. Wenn bekannt ist, dass Michi Sachse zwei von diesen semi-automatischen Gewehren hat, mit Ambition und gute Scharfschütze ist und auch gerne Schießburg geht und so weiter. Ja, dann kommt kein Einbrecher und sagt, hey, wir gehen bei Sachsen mal schauen, was zu holen fällt in der Nacht. Keiner kommt rein. Ja, so ist es. Scharfschütze, also das ist gut, Schieße auch, habe ich gehört. Na, das ist gut, dass man das weiß, dass es da in seiner Wohnung ist. Ist auch immer gerne, ja, ich habe immer ein paar Pistolen mit, ich weiß auch, wie das rundum geht. Ja, ich habe bei uns in der Straße, bei St. Peter Zell, einen älteren Mann, einen Engländer. Und er ist ein guter Schießer, er schießt gerne. Und er hat einen Schießclub, Schweizer, noch was, mit Leuten aus England, die da wurden in 20 Jahren her, wurde es verboten, um eigene Gewehre und Pistole zu haben. Das haben sie gemacht. Sie haben alles transportiert in die Schweiz. Sie haben hier einen Club angefangen, einen Schweizer Club für Dritte oder so etwas. Und kommen einmal im Jahr zusammen in Interlaken und haben sie ein ganzes Spiel gemacht mit allerlei schießbaren Dingen, Kleidtauben, alles Mögliche. Und sie haben auch eingeladen. Da kommen Sirs, weißt du, diese Grafen, kommen auch da. Da habe ich schon gesagt, ja, ich möchte auch mal mitkommen, weil ich kann mich schön, ich sage dann, um zu schießen, dann kann ich schön eins auf eins für die Evangelium an diese Typen bringen. Aber, was wollte ich sagen? Oh ja, dann sagt er immer, dieser Kerl, sagt ihm dann, ich denke, es ist neu geboren, Mann. Und sagt dann zu seinen Leuten, ja, weißt du, ja, ich kenne auch einen Priester bei mir in der Straße, ein guter Freund von mir, guter Schütze auch, Priester, der schießt. Finde die cool, weißt du? Dann geht das so rundum, weißt du? Ja, er hat einen Smith & Wesson 3,45 mm und ein 6,9 und ein Beretta 9 mm, ja, noch ein kleiner 2,2 Walter, weißt du, um was zu schießen, bei ihm zu Hause und so weiter. Geht so rundum. Sieh die an. Wenn Leute Probleme haben, wenn die einbrechen, was eine Frau und Kinder haben, dann sagen sie, denken sie zweimal nach, wenn sie wissen, hey, die haben ein paar Knaller und so weiter, eine gute Scharfschütze. Ich habe eine Haupt. Na gut.
Oké. Dan, hij moet ook een zedengewinner zijn, de pastor. Hij zal actief zelen gewinnen voor Jezus Christus. Hij zal een goede bibelleraar zijn. Hij moest bekend zijn met de schrift en dat woord ook goed erklaren kunnen. En hij zal ook tijd hebben moeten om mensen te betreuen en de zeelzorgen te nemen. Want die willen ze übertreiben, maar er zijn immer mensen die hebben wirklich schwere tijden. Dan bracht een pastor tijd om met ihnen te reden en aan de hand der schrift een raad te geven. Ja, ik heb oft gezegd, dat ik oft meer aan telefoon ben met mensen uit onze gemeente bezüglich raad, als met onze eigen mensen in de gemeente. Dat is gezien in Duitsland, in Holland, en dat zijn mensen uit Paris en Indië, die hebben geen goede gemeente, want die roepen einfach aan. Nou, dat is niet mijn eerste auftrag. Maar dat passiert schon. En ja, de kanselier zei, ja, tut mir leid, ik heb geen tijd. Wenn niemand zich umbringen möchte, zum Beispiel. Dat geht nicht. Dat is ook een ander probleem, dat zult u ook zien. Die dingen passieren immer. Du musst predigen, du musst etwas vorbereiden, du musst irgendwo hin, rum, zijn aankassen. Du musst de Weisheit haben, sagst du, ja, gut, sag ich dann oft. Is het niet ernst, is het? Is het ernst, ook ruf eine Stunde zurück, ruf eine Stunde zurück. Du musst dein Ding tun. Und wenn es wirklich ernst ist, ja, dann musst du irgendwo eine Zeit nehmen dafür. Zweitens, du hast in einer Gemeinde Schafe, Mitglieder. Und die Schafe, die haben einen anderen Ruf als einen Pastor. Die Aufgabe ist, den Diensten zu besuchen, den Herrn zu loben und zu ehren in Diensten, in Sang, auch versuchen, dies lebendig zu halten, mit Zeugnissen, mit Specials. Om de Heer te prijzen, regelmatig te geven en te beten voor een ander en ook voor diegenen die in een führingspositie zijn. Die worden einfach meer attackiert als de normale Mitglieder. En ik ben überzeugt, jeder Mitglied zal een persoonlijke Zeugen zijn voor Jezus Christus. En kan een persoonlijke Zeugen zijn voor Jezus Christus. En ik denk ook nog, jeder kan ook in de afgelopen tijd zelfs een persoon gewinnen voor Jezus Christus. Und wenn er hat auch einen Auftrag, wenn er weiß, hey, ich kenne so und so und so, so ist offen fürs Evangelium, hat ein Mitglied auch den Auftrag zu sagen, hey, weißt du, Pastor, kannst du mal so und so besuchen, weil ich spüre schon, er ist offen, er ist im Krankenhaus und vielleicht kannst du ihm mal was Zeit geben. Heute war ich in Jorgen bei uns, ja, in Neckartal, kam zurück und da kam eine Nachbarin unten, die war draußen und ich de kinderen, ik kan zo voorbij laufen, ik mag een reden. Wie geht's da, blablabla? Ja, dat is die zo, ja. Wie geht's met die Beziehung mit einer Frau? Ah, is schon fertig, ja, letzter August. Wow, ik ben niet zo snel in die dingen, maar alles rauszufinden. Ik ben niet in diesem Klatsch-Circuit, weißt du, in diesem kleine Dörfer. Ik zeg, ach, ja, schade. Dat is schön, dat is niet zien, was mir oft fürs Evangelium. Ja, sagt sie dann van, ja, so. Mijn kinderen gaan in kindergarten en ja, een kleine vloed gedacht in kindergarten misschien nächstes jaar. Ja, hier in St. Pilletzer. Ah, zegt ze, ja, maar het is een kleine groepen van 7-8 leute, dat is voor 2 jaar, voor 4-6 jaar. Maar mijn kind neemt alle slechte dingen af. En jij hebt alles kapot gemaakt wat ik in 4 jaar opgebouwd heb. De zak een ongelooflijke vrouw, weet je. Zo, dat is dan zeg ik dan, we gaan naar deze schnuppertage bij Fijonia. Wat ik me nog herinner, zijn twee oudere vrouwen hier geweest van de gemeente Esther en Susan. Ja, die hebben daar een christelijke schnuppertage. Moet je die maar bezoeken? Oh, kan ik allemaal metkomen? Ja, dat gaat schon, ja. Zo, wie is mijn beziehung met God? Zo? Ja, kom maar voorbij en dat is een café enzovoort. En dan kan ze metkomen en op vrijdag komt dan, kan ze die andere kinderen hier lassen. En dan zullen ze een schaaltje eraf enzovoort. En kunnen we daarna nog eens goed het woord lezen. Ja, dat is interessant. Kleine dingen. Ich habe mich schon gezeugt zu ihr und hat sie plötzlich einen Freund gehabt und ist wieder kaputt. Und hoffentlich ist es eine Gelegenheit, um mit ihr ins Wort zu gehen und kann meine Frau vielleicht etwas machen. Das braucht Zeit. Aber ich denke, die kleine Gelegenheit, die soll man nützen. Und wenn Mitglieder sind, die auch sagen, hey, das sind offene Leute oder das sind Leute, die sind offen, die sind im Krankenhaus, kannst du ruhig den Pastor rangen, dass sie sagen, hey, soll ich mal die Leute besuchen? Ja, das ist ganz wichtig. Ein Nachbar von uns ist mit Krebs operiert worden, hat Chemotherapie und so weiter. Nou, een Bibelgeschenk, een Lendengeschenk, dat zich bedankt ook. En ik hoop dan, een keer met die therapie fertig is, met iemand was als die Bibel te lezen. Een kleine dingen. Maar wenn du dat ziet in een omgeving en zegt, hey, dat is een gelegenheid. Nou, ik kom gerne voorbij. Asif is de geschetsman daar in Pakistan. Hij had gezegd, ja, weißt du, ik heb dan zo en zo gesproken in mijn Nachbarschaft. Sicher Mohammed oder zo. En
offen für das Evangelium und möchte auch den Herrn gerne aufnehmen. Was soll ich tun? Soll ich ihm an die vorstellen über Skype oder sollen wir warten, bis du kommst in April, dass du zum Herrn führen kannst? Sag dann morgen direkt Skype, weißt du? Und kleine Dinge. Aber das ist schön, weißt du, wenn du sagst, ja, das ist eine Gelegenheit, tu es selbst, führ dann zum Herrn dort. Oder wenn du sagst, ja, nun bin ich, komm gerne vorbei, reden wir zusammen darüber, schau dann, wie das geht und frag dieses Mal für zum selbst zum Herrn und kannst ihm schließlich etwas Nachsorge geben und in die Gemeinde bringen oder erstmal helfen zu wachsen, wo er ist. Das sind die kleinen Dinge, aber Pastor, meiner Meinung nach, soll als Auftrag hoog hebben om versuchen zeden te gewinnen voor Jezus Christus. En heute komen ze niet zo snel meer in een gastengottesdienst. Zeker niet, wenn ze wissen, hey, dat is die Bibelgläubige, wat is die Hassprediger, ja, die op de straat het Evangelium predigen. Ja, die komen ze niet gerne meer in een gastengottesdienst. Maar we kunnen ze gewinnen, wo ze zijn. Wenn du sagst, hey, Pastor, zo en zo en zo, ik heb een ganze Kasse, ja, ik kom gerne voorbij, mag ik kennen zeigen. Het is midden in de nacht, dat is geen probleem. Oder wenn es Christen sind, die Probleme haben, ruf mich an und lass es mir wissen, ich kann nicht alles übersehen. Dann ein Jugendführer, auch wichtig, wenn da im Laufe der Zeit mehr Familie kommt mit Jugend und wir haben kleine Kinder, aber die Kinder werden auch älter, na, die Kinder werden dann einmal 10, 12 Jahre alt, Teenie und so weiter. Sehr wichtig, dass da jemand ist, die wenn möglich verheiratet ist, was länger im Herrn ist und vielleicht verbunden mit Sangführung oder anders eine getrennt von Sangführung, Gemeinschaft organisiert, Ausflüge organisiert mit jungen Leuten. Sie hilft rein mit Straßenpredigt, Traktatverteilen reinzugehen, vielleicht Altersheim besuchen und so weiter. Das sind kleine Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, weil die meisten von euch haben Kinder und die werden dann einmal so 10 Jahre und 10 Jahre, ja, dann sagen sie zu Papi, ja, du hast auch keine Ahnung. Was weißt du denn überhaupt, ja? Je weet die Beziehung immer was cooler, sozusagen, distanziert. Nou, dan is het schön, wenn er in deine Gemeinde, oder in de Gemeinde, een Ehepaar is, een junger Mann is, die wirklich gut mit den Jungs is, verheiratet is, Erfahrung hat, und auf wem die junge Leute aufschauen, und er sagt, hey, weißt du, das ist ein cooler Typ, und so weiter, sagen sie dann, dass er mit deinen Kindern, die in die schwierige Alter sind, was Zeit nimmt, dass sie nicht in die Welt gehen mit allen Mühlen, aber Zeit nimmt, um etwas zu tun für den Herrn. Oder einfach im Sommer zusammen, wir machen einen Ausflug, wir gehen irgendwo hin, wir machen ein Lager, wir besuchen einige Dinge, verteilen was Traktaten und so weiter, was Predigten und so weiter, wir schauen noch Dinge an. Dass sie miteinander irgendwo hingehen, aber doch unter gute christliche Führung, ist absolut wichtig. Aber heute, wo müssen die Kinder das heute suchen, wenn sie nicht mit der Familie gehen? Nirgendwo. Oder ja, eine christliche Schule vielleicht, aber die hat noch nicht viel in der Schweiz. Es ist nur die Ortsgemeinde. Es ist sehr wichtig, dass wir beten, dass Gott uns auch junge Leute, Männer gibt, die verheiratet sind, um das Mann und Frau zusammen ein Herz haben für die jungen Leute, um einfach Zeit zu nehmen mit den jungen Kindern. Absolut wichtig. Weil sie nicht immer Zeit mit den eigenen Kindern haben, sie nach irgendwo anders hingehen. Na, dann müssen wir als Gemeinde auch die Zeit nehmen, etwas zu organisieren für die Kinder, die Seelen sind uns wichtig. Und wir haben das, glaube ich, nun gemacht, dass die Zeit mit diesen Kinderlagen, so 3 Tage, Frühjahr, im Herbst und im Sommer und so weiter. Sommer haben wir, ne, ich bin sehr froh, ich möchte auch Mark mal wieder fragen, denke ich, im Sommer eine Woche zu tun in Anfang August für die Kinder. Vielleicht kommen ein paar Leute mit. Ich habe ein spezielles Buch bekommen, ein ganz schönes Buch, und ich möchte Mark mal mitgeben, vor mit Ideen über Kinderlager und so weiter. Ja, das ist nicht zu unterschätzen, solche Dinge. Und wenn da kein Mark ist, soll jemand es aus unserer Gemeinde tun müssen. Zeit nehmen, das vorbereiten, das ist eine Menge Vorbereitungszeit. Ich habe gesehen, dass die Jahre meine Frau und Monika haben viel, viel Zeit verbracht, um alles zu planen, Monaten davor schon. Und in einer Woche ist alles fertig. Ja. Und na, das gemacht mit Weihnachten, dann ist es auch Monaten gewesen. Und, aber da kommt der Moment, dass die Kinder dann, ja, sind so 28 Jahre alt, haben sie eine Bibelschule gemacht. Und dann siehst du, hey, deine eigenen Kinder, die ein gutes Fundament bekommen haben, ein gutes Beispiel gehabt haben über 20 plus Jahre, sind bereit, um selbst eine eigene Familie zu gründen, hier Zeuge zu sein, anderen zu helfen oder vielleicht selbst als Missionar etwas zu tun. Kann gut sein. Nou, das ist nicht, das kommt zufällig, das ist Jahren Arbeit. Und ein Jugendführer, Jugenddirektor ist sehr wichtig darin. Nou, das ist, wir haben keinen Titel in diesem Fall, aber da kannst du auch in wachsen. Und das braucht viel Vorbereitung, auch ein gutes Fundament für junge Männer auch. Dann haben wir noch, was wir nennen,
einen ja, Führungskomitee, ich weiß nicht genau, wie man es nennt hier. Ältestenrat oder so, ja. Und die sollen eigentlich dafür das Leben einsitzen und nur aufhören, wenn sie tot sind oder wenn sie einfach freiwillig sich verabschieden. Und das ist vor allem ist wichtig, denn die Finanzen, das sind, müssen Männer sein, die Ahnung haben von Finanzen und einen guten Rat geben an Pastor und die Versammlung bezüglich Heizung, Lichter, Gebäude unterhalten, Lohnzahlungen, Kollekte, Bestühlung, Verstärkung von Predigt und so weiter. Obigkeit regeln, wenn man ein Stück Boden oder ein Gebäude bauen möchte. Banksachen, was doet met extra geld? Gaben aan missionaren, aan prediger. Wie moest men aan bureau führen, de kosten die daarvoor zijn, enzovoort. Dat zijn ältesten die du vertrouwen kannst. Dat is absoluut wichtig. Het wichtigste is vertrouwen in mensen. Het is niet zo dat man sagt, du hast das Amt und deswegen. Nein, das ist, de persoon moest du vertrouwen kunnen die durch jaren bewiesen hat. Ein Mann zu sein, der mit dem ungerechten Mann recht umgehen kann. Ältesten muss man vertrauen, Prediger müssen predigen können, Lehrer müssen lehren können. Und Diakonen sind eigentlich jemanden, sein, die da auch praktisch hilft da. Ja, die müssen diakonieren, die müssen dienen. Ich denke, vielleicht müssen wir mal einen benennen, wenn wir so 50 Leute sind, wenn wir realistisch sind. Problem ist, wenn man zu viele Diakonen zu schnell ernennt, dann haben sie die Neigung, um sich auch über die Leute zu stellen. Das kann auch ein Problem sein. Ja. Gemeindesekretär ist sehr wichtig. Wenn der Pastor viel Arbeit hat, viel Telefonate, viel Dinge tun muss, Sekretär oder Sekretärin ist sehr wichtig, weil die weiß alles. Die Person weiß alles. Und die muss auch wissen, wenn sie den Mund halten kann oder er seinen Mund halten kann. Meistens hat man eine Frau, die das tut. Ein Vorschlag von dem Pastor soll ein Befehl für sie sein müssen. Und sie ist eine Art von Verbindung zwischen dem Pastor und anderen, die von ihm zum Beispiel Notizen bekommen müssen über verschiedene Themen. Sie muss gut typen können, Dinge gut ordnen können, diplomatisch sein, diszipliniert sein, viel normale Vernunft haben und vor allem Geduld haben. Sekretärin ist sehr wichtige Sache und eigentlich ist meine Frau diese Mendas, aber sie soll eigentlich, ich sage immer, deine Frau soll erst deine Gehilfin sein, Sie braucht nicht unbedingt eine gute Klavierspielerin zu sein, Specials zu singen, MP3 zu machen. Meine Frau tut das zufällig, das kann sie alles. Aber wenn sie es nicht kann, muss nicht sagen, du musst das tun. Nein, das ist nicht ihre erste Aufgabe ist, ein Gehilfin für dich als Person, als Pastor, Prediger zu sein. Und für die Kinder zu sein. Das ist ihre Aufgabe. Wenn sie das andere auch noch tun kann, ist das schön. Aber es ist nicht eine Bedingung. Ich sage auch, im Laufe der Zeit müssen wir Leute haben, die auch vielleicht im Laufe der Zeit kann jemand anders mal Klavier spielen oder MP3s machen, all das Zeug. Das kostet unglaublich viel Zeit. Die Grundlage Kanzler bei uns ist nun, nicht weil sie die Schweiz so schön findet, aber wir haben sie geholt, wir zahlen auch de vloek und so weiter, dat sie meine Frau in Haushalt helpt, aber dass meine Frau all diese MP3-Zeug, was wir alles aufgenommen haben, rausbringen können. Das braucht viel Zeit. Richtig viel Zeit. Und dann muss es genau passieren. Nou, jemand muss das tun. Anfang kann sie das tun, aber wenn es weitergeht und das sind Männer, die sagen, hey, wir sind gut mit Computer und so, wir können das auch tun, dann lass sie es dann tun. Ihr erster Auftrag ist nicht das, ihr erster Auftrag ist, als Hilfe von Pastor zu sein und Frauen daran zu organisieren und so weiter, das kostet eine Menge extra Zeit. Ja. Normal hat man dann verschiedene Leute dafür, aber in diesem Fall muss sie das tun. Oder, das ist glaube ich, mit, Frauen auf die Straße gehen, einmal in der Woche und so weiter, ja, das führt sie dann, das ist an sich gut. Aber nicht jede Pastorenfrau, die ist dafür geschickt. Ja, dann muss das nicht verlangen, dann hat sie ja so eine Last, das kann viel zu viel auf sie drücken. Das ist nicht gut. Wenn wir eine christliche Schule hätten, na gut, dann muss man eine christliche
Schulleiter haben und das ist nicht der Fall bei uns. Werde, wenn wir eine größere Gemeinde werden, soll das nicht schlecht sein. Habe ich schon gesehen. Weil wirklich, da sind, was die Kinder heute auf die Schule alles mitbekommen, das ist, denke ich, viel schlimmer, als was wir hatten, wenn wir in der Metallschule waren. Und ich höre auch schon einiges, und dann höre ich schon St. Peter selbst zum Beispiel, kleines Dorf. Sagen Sie dann, ja, was? Ich dachte, sagen Sie dann, ja, ich hätte meine Kinder in St. Peter selber, ich dachte, ja, das ist viel besser als in St. Gallen oder in Zürich. Dann sage ich, das ist schon vergessen. Von Drogen ist, Piercings ist und so weiter, ein Mädchen bei der anderen Ding durch den Lippen tut, und die Winzen sind, zijn ihre Frauen auch Piercings in die Schule, solche Dinge passieren da alles. Ja, die Kinder sind dann 19, 11 Jahre alt. Und laufen schon mit großen, geschminkten Augen und so weiter rundum, ja. Und die Lehrer tun nichts. Die hebben angst dat ze Schüler verlieren en geld verlieren. Also, dat is ganz anders als bij ons, denk ik dan. Dat was klare Linie, want dat hat man heute nicht. Also, christliche Lehre und so weiter is niet de Fall, aber het probleem heute is ganz einfach: Kinder leren niet meer Dinge aus, niet zu lernen, einen Test zu machen, bestimmte Regeln zu halten. Ze hebben Dinge, nein, ich muss es auf meine eigene Art und Weise tun. Ja. Die Idee ist heute, ein Kind ist wie ein Tier, weil wir sind doch alles von Adam of von Adam von Af ab. Evolutionsidee. Und die müssen einfach ja, mit Tieren umgehen. Die muss man wenig Raum geben. Die kann man nicht erwarten, dass sie Dinge auswendig lernen und sich an Regeln halten. Das tun Tiere nicht, richtig? Die meisten Tiere nicht. Na, so werden die Kinder mehr und mehr so in die Schule. Und wenn sie überhaupt zum Glauben kommen, ja, dann müssen wir sie versuchen, recht tun zu lassen. Die Sache mit den Lehrern ist eine andere Geschichte. Wir haben das nicht bei uns, aber ich bin doch überzeugt, dass wenn es möglich wäre, wäre es gut sein, aber es ist ein unglaublicher extra Aufwand, um es gut zu tun. Nicht zu unterschätzen. Aber es ist sehr wichtig, weil ja, heute in die Schule werden die Kinder fürs größte Teil versaut. Amen. Was sie in die Familie, christliche Familie noch lernen, oder in der Gemeinde noch lernen, wird oft versaut, weil die meiste Zeit verbringen sie heute in die Schule. Also ein christliches Schule soll nicht schlecht sein. Aber dann müssen wir genügend Leute haben, die das tun. Dann müssen wir Lehrer haben, die ausgebildet sind. Christliches Curriculum schreiben ist einen ganzen Aufwand. Das ist nicht zu unterschätzen, ob alle Salarien noch beieinander kriegen. Ich muss nicht daran denken. Aber ja, es ist schon etwas, um für zu beten, denke ich. Ja. Aber ich tue es lieber nicht. In der Schweiz ist es schwierig. Du musst ja auch Bewilligung haben. Du musst Bewilligung haben, du musst beweisen, dass du nicht nur ein Lehrer bist, die normale Schule gemacht hat, aber auch dann ein christliches Curriculum habe, was gleich gut ist, als was die Welt zu bieten hat. Und dann, wie bei Fijon, wird es schon erlaubt, aber ja, dann sind die Kosten so hoch. Ja? Man zahlt schon ein paar hundert Stutz pro Monat für Leute von 6, 7 Jahren alt. Wie kann das zahlen heute? Das geht kaum. Also, das ist das Wichtigste, denke ich, über einen Schullehrer. Und das Problem heute ist auch, dass viele Schulen, auch Bibelschulen oder Theologische Fakultäten wie in Basel, die sind nicht unter einer Ortsgemeinde und sie können nur existieren dank Ortsgemeinden, die als Familie existieren, die ihre Kinder freiwillig in die Schule schicken. Aber die Schule versuchen, über die Ortsgemeinde zu regieren, durch Pastoren so zu indoktrinieren, also gegen die Luther. Gegen eine Autorität von der Reformation, dass sie das als falsche Autorität an die Gemeinde und Familie weitergeben. Das heißt, die Schule ist die Autorität und die Gemeinde muss sich an die Schule unterordnen. Weil die Bibel sagt, nein, die Ortsgemeinde ist die höchste Autorität und die Schule ist nur unter die Ortsgemeinde. Und das ist ein anderes Problem, wie bei christlichen, also Ausbildungsschule, Ausstellungsschule, Universität und Bibelschule. Die sind unabhängig. Und auch das ist unbiblisch. Und das hat auch seine Folge auf die geistige Zustand der Gemeinde. Okay, lassen wir hier eine Pause machen und dann nächstes Mal werden wir bei der Kassierer und der Chordirektor. Ja, ja. Ja, macht euch keine Sorgen, wir haben zwei da sitzen hier.